Hallo und herzlich willkommen bei Grilli kocht über locker lässig Kombidämpfen. In den nächsten Minuten zeige ich euch, wie ich mit dem AEG Multidampfgarer arbeiten kann. Im Almhofer Wohnstudio habe ich die Möglichkeit, dass wir heute die Aufzeichnung eben einfach machen. Wir werden ein ganzes Spektrum werde ich machen mit euch, und zwar angefangen vom Thema Dämpfen, Vitaldampf, an knusprigen Schweinsbraten, Kartoffelsalat, Bockhändel und vieles mehr. Auch zum Thema Reinigung und Wartung oder wie funktioniert auch die Entkalkung später. Ich fange gleich mal in der Mitte an, weil hinten und vorne kenne ich mich nicht so richtig aus. Ich versuche jetzt einfach, dass wir einen schönen Schweinsbraten hinbringen. Ich habe mir einen Schweinsbauch besorgt, den habe ich schon mal gewürzt. Da ist drauf Salz, Pfeffer, Kümmel, Knoblauch, ein bisschen Zwiebel, und ich habe meinen Schweinsbraten immer auf so einem Gitterrost drauf. Warum mache ich das? Weil ich später den Vorteil habe, durch das Gitter braten wir die Hitze schön rundherum und ich muss nicht recht viel hin und her wenden. Unten im tiefen Blech habe ich drinnen einfach ein paar Parieren vom Fleisch, Wurzelgemüse, Zwiebel, ein paar Kartoffeln, die können ja mitschmoren, die hat man dann gleich zusätzlich als Beilage, und ich als Mühviertler natürlich ein wunderschönes Stöckelkraut. Wer natürlich sich an die Oma nur erinnern kann, die hat wahrscheinlich den Schweinsbraten immer verkehrt in so einem Blech drinnen gehabt. Da kommt einmal so ein Schöpfer Most drauf oder so ein Krug Most, damit die Schwarte unten drinnen ist, dann kann die schön ankochen, damit sie es einfach leichter und schöner einschneiden kann. Das Ganze umgehe ich, weil mit Multidampfgarer bei der Einstellung Vitaldampf 99 Grad kann ich drinnen einmal dämpfen. Ich habe mein Gerät schon vorgeheizt. Das heißt, ich starte bei der Betriebstemperatur und jetzt kommt da mein Schweinsbraten einmal hinein. In welche Etage ich das hineingebe, ist ganz gleich. Der Dampf und das Klima verteilen sich in dem Fall im ganzen Garraum drinnen schön gleichmäßig. Jetzt kann ich natürlich noch andere Produkte, die da auch gedämpft sind. Und beim Dämpfen sprechen wir immer davon, dass wir alles, was wir im Wasser kochen können, auch dämpfen können. Das heißt, ich habe da jetzt noch einen Kartoffelsalat, den habe ich mir schon vorbereitet. Das heißt, meine Kartoffel habe ich geschält. Dann plattelt immer die oder hachelt die in so eine Garschale hinein. Und jetzt können die da drinnen auch gleich noch mitdämpfen. Circa 30 Minuten brauchen diese Kartoffelscheiben, dann sind die fertig. Ich nehme die dann später heraus und mariniere das dann wie Kartoffelsalat. Jetzt wissen wir ja, beim Dämpfen können wir alles, was wir im Wasser kochen können, können wir auch dämpfen. Fangen wir nochmal von vorne an. Wie funktioniert das Gerät grundsätzlich? Einige haben es schon zu Hause, die haben schon ein paar Mal probiert, manche haben es bestellt, die kriegen es erst, und manche haben es ewig daheim, die trauen sich noch nicht so ganz drüber. Der Multidampfgarer kann 4 Sachen auf einmal, oder 4 Sachen all in eins. Ich kann drinnen dämpfen, das ist wie im Wasser zu kochen. Das läuft gerade in meinem unteren Gerät drinnen. Da arbeiten wir mit einer 100%igen Luftfeuchtigkeit, das heißt 100% Dampf, und da kann ich alles, was ich im Wasser kochen kann, kann ich auch grundsätzlich dämpfen. Die nächsten Funktionen sind natürlich genauso wie früher das Backrohr. Wir haben Ober- und Unterhitze drinnen. Dann habe ich natürlich auch andere Funktionen zum Grillen, das heißt, wie ein Salamander kann ihn verwenden, viel Oberhitze, genauso umgekehrt viel Unterhitze, wenn man vielleicht einmal eine Pizza knusprig haben möchte oder sowas, das kann ich genauso verwenden. Das Menü ist je nach Modell unterschiedlich geführt. Es gibt unterschiedliche Modelle, eine sehr breite Modellvielfalt. Die meisten Geräte haben einmal so einen Tank dran, also eine Wasserlade oder einen Tank direkt verbaut. Die haben nur einen Befüllstutzen, da kommt das Wasser hinein. Wichtig, wenn wir das Gerät neu starten, füllen wir am besten frisches Wasser ein. Wenn wir mit dem Kochen fertig sind, geben wir das Wasser heraus, damit immer frisches Wasser drinnen ist. Warum ist es so wichtig? Wir wollen ja im Gerät Frischwasserdampf drinnen erzeugen. Das heißt, Frischwasserdampf schmeckt noch nichts, der dehnt sich da drinnen gut aus. Das Wasser wird von einem Liter zu 1400 Liter Dampf, so weit dehnt sich das auseinander. Und so arbeitet das Gerät dann. Je nachdem, welche Funktion wir einstellen. Jetzt haben wir natürlich nicht nur die Möglichkeit zu dämpfen oder eben auch mit trockener Hitze zu arbeiten, sondern auch ganz interessant das Thema Kombidämpfen, wie es in der Gastronomie verwendet wird. Das heißt, hohe Hitze und auch wenig Feuchtigkeit für knusprige und saftige Ergebnisse. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer dazu. Jetzt dämpft dann mein Kartoffelsalat. Auch da drinnen ist der Schweinsbraten schon, damit wir den schön einfach einschneiden können. Jetzt hätte ich auch hier die Möglichkeit, zu Hause meine Beilagen vielleicht für den Schweinsbraten schon vorzumachen. Was haben wir für Beilagen?
wahrscheinlich ein Speckkrautsalat. Den könnte ich ja mitdämpfen, den würde ich ja am Herd sonst auch dünsten. Das heißt, ich könnte den jetzt auch da drinnen gleich noch mitmachen oder vorproduzieren. Das wäre eine Möglichkeit. Das nächste ist natürlich auch das Thema Servettenknödel. Ich habe da oder Semmelknödel. Ich habe da meine Masse schon vorgemacht. Die könnte ich jetzt auch schon formen und auch hier im gleichen Ablauf drinnen gleich noch mitdämpfen lassen. Die Beilagen gebe ich dann heraus. Ich decke das ab, damit es nicht ausdampft, oder gebe eine Folie drüber. Man kann natürlich auch einen Deckel verwenden. Und dann später brauche ich natürlich Farbe im Schweinsbraten. Das heißt, ich brauche da ein bisschen mehr Hitze. Da schaltet man dann später einfach um, damit der Farbe kriegt. Und dann ist der Schweinsbraten fertig. Die Beilagen können wir ja dann regenerieren. Auch das funktioniert dank des Kombidämpfens natürlich da drinnen. Damit wir die Beilagen wieder heiß bringen, dabei schneiden wir den Braten auf, die Beilagen werden heiß und wir können alles gleichzeitig servieren. Es gibt natürlich aber auch andere Möglichkeiten, wie ich das auch steuern kann, dass alles gleichzeitig fertig ist. Da brauchen wir ein paar Tricks und da kommen wir später nochmal genauer dazu. Ich verwende meine Geräte immer vorgeheizt. Das heißt, für den nächsten Ablauf starte ich da gleich mal mit dem Vorheizen. Da brauche ich jetzt die Einstellung Feuchtgar nieder 210 Grad. Das heißt hier Low. Bei manchen Geräten hast es vielleicht Intervalldampf. Es gibt ja unterschiedliche Modelle, wo die Beheizungsorten eventuell anders heißen können. Das Klima hat da drinnen 210 Grad und 25% Luftfeuchtigkeit. So, das ist angewählt. 180 Grad ist so vorgegeben für diese Einstellung. Wir nehmen ein bisschen mehr, das heißt 210 Grad. Und die Zeit ist einmal vorprogrammiert mit 30 Minuten. Das dauert so circa der normale Kochablauf. Da werden wir vielleicht etwas länger brauchen. Wir können da ganz einfach mit dem Bedienrad, mit dem Drehrad die Zeit einfach beliebig verlängern. Jetzt drücken wir auf Start, das Gerät fragt nur ganz kurz, haben wir das Wasser gefüllt, das kann man ja mal vergessen haben, da fragt das Gerät einfach nur mal nach. Jetzt beginnt die Aufheizphase. Circa 5 Minuten von Raumtemperatur auf 200 Grad braucht das Gerät ungefähr zum Aufheizen. Da herunten ist die Zeit abgelaufen, der Kartoffelsalat ist fertig. Jetzt ist der Kartoffelsalat fertig. Das heißt, den nehme ich jetzt aus und kann den gleich marinieren wie ganz normalen Kartoffelsalat. Vorher sagen wir jetzt aber, sage ich noch ganz gerne, ein Gericht, was sehr schnell gehen sollte. Es ist ja nicht immer nur der Schweinsbraten zu Hause oder Kartoffelsalat, sondern vielleicht auch einmal ein schnelles Gericht, das wir dämpfen möchten. Dämpfen können wir ja alles, was wir im Wasser kochen können. Es gibt ja da eine Grundausstattung an Gastronormgeschirr. Das ist Nierostergeschirr. Ausstattung, Grundausstattung ist ja mit beim Gerät drinnen und da gibt es Bleche, die sind geschlossen und manche haben Löcher drinnen. Wann brauche ich was für Geschirr? Immer dann, wenn ich nicht möchte, man sieht es da beim Gerät ganz gut, der Dampf, der drinnen ist, der kondensiert zurück zu Wasser und perlt ab. Das macht er nicht nur auf der Glasscheibe, sondern auch am Produkt. Und damit mein Gemüse, wenn man das dämpfen möchte, nicht mehr im Wasser schwimmt, sind da Löcher im Blech drin, weil somit kann das Ganze abtropfen. Damit es aber nicht am Boden des Gerätes abtropft und saugt man dort alles furchtbar ein, verwendet man oft eine geschlossene Schale. Das lässt sich dann schön zusammenstellen und jetzt kann ich da mein Gemüse drinnen dämpfen. Dämpfen ist ja wie im Wasser zu kochen. Daher ist auch die Gardauer genauso lange. Wenn ich meinen Brokkoli 5 Minuten im Wasser kochen würde, dann werde ich ihn auch 5 Minuten dämpfen. Da ist aber die Voraussetzung, dass das Gerät bereits vorgeheizt ist. Wenn er kalt ist, muss ich 5-6 Minuten für die Aufheizphase einfach dazu rechnen und dann habe ich denselben Effekt, wie wenn ich es im Wasser gekocht hätte. Auch wenn wir das Beispiel Semmelknödel nehmen, der kocht 20 Minuten circa im Wasser, dann werden wir den Knödel auch 20 Minuten dämpfen, wenn das Gerät vorgeheizt ist. Wenn der Multidampfgarer noch kalt ist, hängen wir 5-6 Minuten für die Aufheizphase dazu und dann ist der Servettenknödel perfekt gedämpft, wie auch im Wasser gekocht. Zurück zu den Gnocchi. Ich habe da jetzt eine Rohware, Frischware,
selber gekauft halt. Man kann das natürlich auch selber machen. Ich habe da hineingeschnitten, wir haben schon Spargelsaison, Gemüse, vielleicht ein Stück Gorgonzola, Roquefort, was man halt da drinnen haben möchte. Und jetzt brauche ich nicht mehr einen riesen Topf mit Wasser zustellen, damit ich den Gnocchi da drinnen vorher koche, einen zweiten Topf noch für die Soße, sondern das kann ich alles da drinnen in meiner Garschale machen. Wenn ich nur kleinere Portionen machen würde, für mich vielleicht so alleine zu Hause, dann nehme ich gleich meinen Suppenteller, gebe da den Gnocchi hinein, das Gemüse, das man haben möchte, vielleicht einen Schluck Schlagobers, damit das Ganze da gleich eine Rahmsoße hat. Man könnte natürlich auch was Leichteres verwenden, wenn man vielleicht eine Hafermilch oder sowas hat, kann man das natürlich genauso dazu hineingeben. Würzen tut ja jeder so, wie er es selber wieder zu Hause haben möchte. Vielleicht eine Spur Pfeffer, Salz, ist ja auch immer ganz gut. Dann hat man vielleicht irgendwelche Kräutermischungen oder vom Garten draußen schon irgendwas. Das kann ich natürlich alles da dazugeben. Wir sind ja da jetzt im geschlossenen Blech, sprich in so einem Lochblech würde ja das Kondenswasser auch das Gewürz abwaschen. Deswegen am besten im Lochblech erst würzen, wenn die Garzeit vorbei ist. Im geschlossenen Blech, da wascht sie nichts weg, das bleibt alles drinnen. Daher kann ich da vorher schon gut würzen. Da ist das Gerät jetzt wieder vorgeheizt. So eine große Wanne wird circa brauchen 10-15 Minuten, bis das Ganze heiß ist und gekocht ist. Danach rühren wir das noch durch. Ich habe noch frischen Bärlauch da, den schneide ich später noch zusammen, mische das dann runter und kann dann schon servieren. So, also jetzt gibt es da die Rochade. Jetzt kommt hier der Kartoffelsalat heraus und die Gnocchi kommen hinein. Was auch noch ein einfaches, gern gesehenes Beispiel ist, ist ein ganz normales Frühstücksei. Das legen wir hinein, da brauche ich nichts anstechen. Jetzt die Türe zu. Wie lange kocht ein Frühstücksei im kochenden Wasser? 5-6 Minuten, auch das stelle ich mir hier als sogenannten Kurzzeitwecker einfach ein. So, also der Kurzzeitwecker ist eingerichtet. Jetzt ist da mein Frühstücksei auch gleich mit drinnen. Die Gnocchi sind drinnen, der Schweinsbraten dämpft noch kurz an und auch mit Frühstückseis drinnen. Während das jetzt drinnen ist, machen wir den Kartoffelsalat fertig. Das heißt, die Kartoffelscheiben sind jetzt weich gedämpft. Wer es dicker schneidet, dünner schneidet, kann natürlich noch Garzeiten da eben auch noch abändern. Die sind jetzt ganz normal geschnitten, gedämpft, so lässt sich Kartoffelsalat auch sehr gut vorbereiten. Ich schäle die rohen Kartoffeln, hachel das in die Garschale. Wenn man das mit kaltem Wasser einlegt, ist das auch einmal einen Tag haltbar. Man kann das vorbereiten am Vortag. Wenn man mal eine größere Partie hat, wo man vielleicht Bockhändel oder Kartoffelsalat braucht, dann habe ich das schon gut vorbereitet. Würzen damals, wie man es gewohnt ist. Ich gebe immer ganz gern eine gute Prise Salz drauf. Ganz wichtig bei mir beim Kartoffelsalat ist Zucker, etwas mehr, der kann ruhig leicht süß sein. Dann soll natürlich der Senf nicht fehlen, da fahren wir auch einmal eine gute Runde um. Wichtig wahrscheinlich bei dem einen oder anderen auch Pfeffer hinein. Dann vielleicht ein kleines bisschen Zwiebel, klein geschnitten, einfach als sogenanntes Brunoise, kommt es zum Kartoffelsalat dazu. Ob ich jetzt einen roten Zwiebel nehme oder vielleicht hat man schon Jungzwiebel vom Garten zu Hause, den kann ich natürlich auch perfekt in den Kartoffelsalat dazu hineingeben. So, fein geschnittener Zwiebel. Manche geben vielleicht noch eine Rindsuppe dazu, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, schön einputzen. Jetzt kommt dazu natürlich auch ein Schlupf Essig. Da verwendet auch jeder seinen eigenen, den er halt gerne nimmt. Zack. Jetzt rühren wir das Ganze mal durch. Wer ein Zwiebel roh nicht ganz verträgt, der liegt schwer im Magen, der fängt da zum Zwicken an oder sowas, der kann das Ganze natürlich nochmal kurz hineinstellen, pasteurisieren, sterilisieren da drinnen sozusagen. Dann ist der Zwiebel überkocht, der ist dann auch nicht mehr roh und ich kann den Kartoffelsalat auch nächsten Tag noch verwenden, ohne dass ich Bedenken haben muss. Ganz wichtig jetzt zum Schluss, geben manche vielleicht als Flüssigkeitsersatz noch Rindsuppe dazu. Ich brauche das nicht. Ich nutze das Kondenswasser aus dem Garraum in der Schale drinnen als Flüssigkeitszugabe. Jetzt kommt noch also kurz Schusserl Öl einfach drauf. Beliebiges Öl, geschmacksneutrales Öl oder in der Steiermark verwendet man gerne Kernöl. Das schmeckt natürlich auch prima für einen Kartoffelsalat. Jetzt ist der schön heiß mariniert, der kann gut durchziehen. Kostet man das Ganze mal
Hervorragend. Und dieses lernen wir bereits in der Berufsschule. Jetzt ist der Kartoffelsalat heiß mariniert, der zieht jetzt viel besser durch und später kann ich den sogar zu meinem Gericht lauwarm noch mit servieren. Wenn wir es jetzt da nochmal anschauen, ich habe da jetzt ein Ei drin, das heißt, das Frühstücksei würde genauso lange brauchen, wie wenn ich es im Wasser koche. Wenn ich das Gerät kalt verwende, dann rechne ich wieder diese 5-6 Minuten dazu als Zeit, die das Gerät zum Aufheizen einfach braucht. Wer sich mit dem allen schwer tut und wer Zeit hat, Bedienungshandbuch, stehen viele Informationen drinnen, auch zum Thema Kochassistent. Es sind über 280 Rezepte im Algi-Multidampfgarer gespeichert. Unter Terrinen, Pflanz findet man das Ei. Und da fragt das Gerät dann einfach nach, wie man das weich, mittel oder hart. Automatisch stellt sich das Gerät die Zeit ein, die das Ei dann braucht, je nach Garstufe, die ich eingestellt habe, und dämpft dann mein Ei. Sämtliche Rezepte im Kochassistenten sind aber angegeben im Kaltstart. Das heißt, ich nehme mein Ei, lege das in den Multidampfgarer, starte das Rezept, fülle das Wasser frisch und das Gerät dämpft dann mein Frühstücksei, wie ich es eingestellt habe. Es gibt natürlich da immer wieder ein paar Gegner, die sagen, Entschuldigung, ein Ei in so einem riesen Gerät drinnen, das ist kein Problem. Beim Dämpfen braucht das Gerät sehr wenig Energie, vergleichsmäßig, wenn ich einen Liter Wasser zustelle und da ein Ei koche, brauche ich genauso viel Energie, als wenn es im Multidampfgarer 11 Minuten im Kaltstart dämpfen würde. Es geht natürlich jetzt auch mit mehreren Eiern, wer Ostern gerne Eier färben tut und Co. Ist natürlich auch bestens aufgehoben. Ich schätze mal so zwischen 90 und 200 Eier werden hineingehen, die man da drinnen dämpfen kann. Manche sind sogar so weit, die füllen ihre Ostereier in Tiefkühlsackerlein, bedecken das mit Wasser, ein Briefchen Farbe dazu, Schlupfe Essig zugebunden, auf einem großen, tiefen Blech, haben 5 so Backerplatz, es sind 50 Eier in 5 verschiedenen Farben. Das Ganze wird 24 Minuten dann gedämpft, über der Oberfläche lassen wir das Ganze im Gitterrost abtropfen, nachpolieren und die Eier sind gekocht und gefärbt gleichzeitig. Das wäre auch so eine Möglichkeit, wie ich da den Multidampfgarer einsetzen kann. Was natürlich nicht so gut funktioniert beim Thema Dämpfen, ist beispielsweise Beilagennudeln. Das ist mir zu unschlüssig, die koche ich nach wie vor im Herd. Das heißt, ich topfe mit Wasser, da koche ich die Nudeln und dann habe ich meine Beilagennudeln fertig. Was viel besser funktioniert, ist das Thema Pasta. Pasta funktioniert ja auch in Italien oder wird auch in Italien so gemacht. Die Nudeln werden vorgekocht, bis sie sehr bissfest sind und dann werden die in der Soße fertig gerührt, dass es ein cremiges Gericht gibt. Und so können wir das im Multidampfgarer auch machen. Allerdings kommen wir weg vom reinen Dämpfen, wir kommen gleich zum Thema Kombidämpfen. Mein Kurzzeitdeck ist abgelaufen, das Frühstücksei ist fertig. Das heißt, ich öffne hier kurz die Türe. Nimm das Frühstücksei heraus. Man kann das Ganze natürlich kurz mit kaltem Wasser abschrecken, dann lässt sich das leichter schälen. Und dann kann ich mein Frühstücksei servieren. Wie schaut so ein Frühstücksei aus? So wie man es wahrscheinlich haben möchte. Der Dotter, das Eiweiß, ist schön weich. Man kann da jetzt ein ideales Ei im Glas auch jetzt zu Hause genießen. Also weg vom Dämpfen hin zum Kombidämpfen. Pasta wird ja auch in Italien bekanntlich erst in der Soße dann fertig gekocht. Nudeln werden angekocht und in der Soße fertig gekocht. Ähnlich machen wir es mit unseren Blechnudeln. Das heißt, ich nehme da mal meine Zutaten, ich habe da passierte Tomaten oder auch Tomaten in Stückchen, würde das sehr gut funktionieren. Vielleicht hat man selber gekochte Paradeisersoße zu Hause, andere Sachen, die man hineingeben möchte. Ich verwende da jetzt eine Garschale, das ist eine sogenannte 2/3-Größe. Das ist ideal, wenn man 4-5 Portionen machen möchte. Das funktioniert natürlich auch im kleineren Geschirr drinnen. Ob ich jetzt was Größeres oder Kleineres oder großes Blech verwende, bleibt sie ganz gleich. Wichtig ist das Rezept der Nudeln. Das heißt, ein Teil Nudeln, drei Teile Flüssigkeit. Ich nehme da jetzt einfach einmal meine Nudeln. Ich habe da so Orchette, so Muschelnudeln, die sind gut zu portionieren. Es würde aber auch mit allen anderen erdenkbaren Nudelnarten gehen. Ob jetzt wer da seine Krautfleckerl, seine Schinkenrahmfleckerl oder selbst sogar Spaghetti machen würde, Carbonara-Art, mit vielleicht Schlagobers statt der Tomatensauce, viel Speck, Mortadella und Co. drauf, vielleicht noch Creme Fraiche oder zum Schluss ein bisschen Mascarpone, dann rührt sie das schön cremig zusammen. Das bleibt sie gleich.
Das Rezept ist ein Teil Nudeln, drei Teile Flüssigkeit. Das heißt, aus den halben Kilo Nudeln kommen jetzt circa 1,5 Liter Flüssigkeit dazu. Die Hälfte der Flüssigkeit verwende ich, indem ich da jetzt die passierten Tomaten verwende. Das heißt, jetzt kommt einmal drauf. Und von dem brauche ich noch einmal gut die Hälfte. So, das lässt sich natürlich anders auch steuern, wenn es ist. Die restliche Flüssigkeit ergänzen wir mit Wasser oder ich sage immer gerne Leitungsfond dazu. Leitungsfond, jeder zu Hause, Gemüsefond, Hühnerfond eher weniger. Jetzt waschen wir da schön aus, so, damit wir nichts verschwenden. Das heißt Urrassen bei uns im Mühlviertel. So, da kommt jetzt die restliche Flüssigkeit so dazu, dass die Nudeln von der Flüssigkeit bedeckt sind. Abschmecken kann man das natürlich jetzt auch gleich. Das bleibt ja wieder in der geschlossenen Garschale drinnen. Das heißt, eine gute Prise Salz einmal. Vielleicht, wenn man mit Tomate arbeitet, ist immer ganz gut, auch etwas Zucker. Der Nächste sagt, naja, leichte Schärfe, Pfeffer oder man verwendet vielleicht, wenn man scharf haben möchte, einen Hauch Chili. Dann also eine italienische Geheimzutat sind Sardellen oder auch Kapern. Das wäre so eine vegetarische Variante, wenn die Kinder vielleicht es nicht so mögen. Dann statt den ganzen Geschmacksverstärkern, Suppenpulver, Offensalz, Maria Hülf, wie man es verwendet, nehme ich gern Wurzelgemüsewürfel. Dann noch ein paar Oliven, die schmecken natürlich auch immer ganz gut. Und vielleicht gibt man auch hier wieder ein bisschen an Zwiebel dazu. Den kann man ruhig grob schneiden. Oder man hat die eine oder andere Sache im Kühlschrank, die man mal verschwinden lassen möchte. Dann hätte ich hier natürlich auch ideal die Möglichkeit, eine sogenannte Rumfortpasta zu machen. Rumfort liegt rum, muss fort. Das kann man alles da drinnen jetzt schön verwerten. Wichtig, wie gesagt, die Nudeln sollten jetzt von der Flüssigkeit bedeckt sein. Jetzt kommt das Ganze bei mir immer wieder in den vorgeheizten Multidampfgarer, 210 Grad. Und da braucht dieses Blech circa 20 Minuten, bis es beginnt zu kochen, plus einfach die Garzeit von den Nudeln. Da sagt der Hersteller, zwischen 11 und 13 Minuten brauchen die Nudeln, bis sie fertig sind. Das heißt, die 20 Minuten plus die Garzeit von den Nudeln sind 31 Minuten, bis das Ganze gar ist. Wer natürlich das im Kaltstart hineingibt, muss nochmal 5-6 Minuten wieder für die Aufheizphase mit dazu rechnen. Daher starte ich immer gleich bei der Betriebstemperatur, die ich zum Kochen brauche. Man sieht, es ist da Dampf drinnen. Warum brauchen wir hier Dampf drinnen? Feuchtgarnier oder Intervalldampf beinhaltet 25% Luftfeuchtigkeit. Der Dampfgenerator hinten im Gerät ist aktiv und der versorgt den Garer mit der Feuchtigkeit. Würde ich das nur bei Heißluft oder Ober-Unterhitze hineingeben, das ist trockene Luft, wie der Wäschetrockner oder der Föhn, trocknet das aus. Die Flüssigkeit bei den Nudeln würde mir wegdampfen, dann liegen die frei, die werden oben extrem knusprig, schmeckt vielleicht auch nicht so schlecht, aber wir wollen ja ein cremiges Pastagericht haben. Jetzt stelle ich mir hier meine Garzeit wieder schön ein. Das heißt 20 Minuten plus, ich mag die Nudeln sehr bissfest, 11 Minuten dazu, ist in 31 Minuten hier meine Pasta fertig. Meine ca. 15 Minuten sind vorbei, meine Gnocchi sind fertig gedämpft. Ich schließe jetzt oder ich öffne die Türe. Jetzt kommen die Gnocchi raus. Die sind fix und fertig. Ich muss dann nur mal durchrühren das Ganze. Das heißt mit einem Löffel rühre ich durch. Die Stärke von den Nudeln oder von den Gnocchi bindet die Soße jetzt fertig ab. Den Roquefort oder Gorgonzola, wenn man drauf gegeben hat, der verteilt sich da drinnen nicht schön, damit das Ganze noch pfiffig wird und das Auge isst ja auch immer mit. Habe ich noch ein bisschen frischen Bärlauch aus der Au von meiner Vormittagslaufrunde. Jetzt schneidet man den einfach schön fein zusammen. Eine sogenannte Chiffonade, also feine Streifen von Kräutern sind das. So. Jetzt fein zusammengeschnitten, natürlich vorher gewaschen. Jetzt kommt er da dazu, je nach Geschmack, manche wollen da mehr oder weniger. Würde natürlich auch Rucola oder Blattspinato genauso funktionieren. Jetzt rühren wir das durch und nun kann ich das auch in meinen Teller anrichten.
Wer das Ganze gleich im Teller gekocht hat, braucht nur mehr durchrühren und zum Essen und zum Kochen braucht man nur mehr einen Teller und einen Löffel. Also ideal auch für einen Single-Haushalt oder wenn es zwischendurch einmal einfach schnell gehen soll. Zack. So. Schön locker. Einfach aufgesetzt aufs Teller. Auch mein Schweinsbraten ist jetzt gut angedämpft. Jetzt kann ich ihn rausnehmen und schröpfen. So. Also der Schweinsbraten ist jetzt leicht angedämpft und jetzt kann ich den wunderbar schröpfen. Jetzt ist aber eigentlich die Frage, wenn wir ja den Schweinsbraten weiter dämpfen würden, so eine Stunde 10 pro Kilo, dann haben wir ja idealer Cremefleisch oder Wurzelfleisch, je nach Region. Das funktioniert natürlich auch. Wir haben da unten einen wunderbar schönen, klaren Sud. Das Ganze wäre natürlich auch ideal für die Rindsuppe. Das heißt, wir machen die Rindsuppe, dass wir die vielleicht gleich direkt in das Gemüse, in dem Sud, vielleicht mit etwas mehr Wasser, damit man schön viel Suppe hat, einfach drinnen hineinlegen und dann dämpfen wir das Ganze pro Kilo circa 1 Stunde 10 und so kann ich jetzt auch eine wunderschöne Rindsuppe machen, ohne dass man die jemals trüb wird, weil mit 99 Grad dämpfen bin ich perfekt am Siedepunkt, somit kocht es nie zu viel und nie zu wenig. Das heißt, beim Schweinsbraten ideal oder bei der Stötzen, damit man da einmal ein schönes Schwartal haben, das ich einschneiden kann. Also ideal kann ich da jetzt wunderbar wirklich einschneiden. Zack, zack, zack. Das Geheimnis liegt auch darin, dass man das Ganze jetzt leicht salzt. Das heißt, gut salzen da das Ganze jetzt. Ein bisschen einmassieren. So. Da können wir so ein bisschen Wellness-Sau draus machen. Eine kleine Massage, man sieht ja, dass Köche immer dann die besseren Liebhaber sind. Also gut einmal da einmassieren. Darunter könnten wir jetzt, wenn man das als dunkles Saftel dann haben möchte, das Kondenswasser etwas ableeren, damit es besser rösten kann. Ich lasse es meistens drinnen, weil neben dem Kochen habe ich natürlich viele andere Sachen auch zu tun. Ich beschäftige mich ja nicht mehr so viel mit dem Kochen, weil das Gerät läuft ja fast von alleine. Jetzt lasse ich das drinnen, damit man es nicht zu dunkel wird. Weil die Frage ist, naja, wie lange ist denn das jetzt angedämpft, wie lange braucht so ein Schweinsbraten immer? Manche lassen das Fleisch schon sehr lange heraus temperieren, das hat schon fast Raumtemperatur, beim anderen kommt es aus der 0-Grad-Zone. Das entscheidet natürlich, wie lange dauert das Ganze, bis es gar ist. Am besten verwenden wir da jetzt den Kerntemperaturfühler. Jedes Produkt hat eine gewisse Kerntemperatur, wenn es fertig ist oder wie lange es circa noch braucht, siehe anhand von der Kerntemperatur. Auch der Multidampfgarer rechnet sich später sogar aus, wie groß ist das Stück und wie lange wird er circa dauern, bis meine gewünschte Kerntemperatur erreicht ist. Bei seinem Schweinsbauch, beim Schopf, möchte ich zwischen 85 und 95 Grad Kerntemperatur, dann ist das Ganze schön weich und der Braten ist fertig. Das nächste ist natürlich, ich habe die Übersicht, wie lange wird es noch dauern, damit ich mich einfach besser mit meinen Beilagen richten kann. Dasselbe macht natürlich das Gerät auch, wenn ich meine Rindsuppe dämpfen tue. Nachdem wir ja einen Schweinsbraten haben und der soll jetzt Farbe kriegen, brauchen wir höhere Temperatur. Daher steuern wir da jetzt um bei unseren Ofenfunktionen. Vitaldampf wäre Dämpfen. Wir verwenden da jetzt das Feuchtgarn, Nieder- oder Intervalldampf. Da kommen wir bis 230 Grad hinauf, reichen tun genau dieselbe Temperatur wie früher, 160 bis 180 Grad. Das nehme ich da jetzt in dem Fall auch. Hier ist zwar die Zeit noch eingestellt, also hier verwende ich wieder Feuchtgarnieder oder Intervalldampf, 25% Luftfeuchtigkeit, der soll ja schön softig werden, der Schweinsbraten, und 180 Grad, damit er knusprig wird. Wenn er mal zum Schluss zu wenig knusprig ist, habe ich verschiedene Grillfunktionen oder auch das sogenannte Heißluftgrillen, damit ich oben nochmal ein schönes Schwartal draufkriege. Jetzt geht es auch hier wieder los. Wo jetzt der Schweinsbraten wieder hineinkommt, ist ganz gleich. Oben oder unten, die spielt keine Rolle. Ich gebe den oben eine, weil dann habe ich beim Übergrusten nicht so viel Abstand zu den Grillschlangen, dann funktioniert das Übergrusten einfach schneller. Der Fühler ist im Produkt drinnen, in der Mitte ist er der kälteste Punkt, da kommt der Fühler rein, an der Spitze ist der Messpunkt, rechts, da verbinde ich das Gerät mit dem Kerntemperaturfühler und ich gebe hier meine 95 Grad Kerntemperatur ein, damit
ich hier dann einfach den Punkt habe, wenn der fertig ist. So. Wer noch nicht so gut bewandert ist, und das schaltet relativ schnell dann um, wenn man das eingestellt hat, dann kann ich hier auf dieser Taste beispielsweise bei diesem Modell, wo die Uhr und der Fühler ist, drauf tippen und hier dann noch Kerntemperaturen verändern oder Gesamtgarzeiten. So, also hier ist es eingestellt, 51 Grad Kerntemperatur habe ich bereits erreicht und 180 Grad wird meine Garraumtemperatur sein. Nachdem ihr dann zu Hause, wenn so ein guter Schweinsbraten drinnen ist, oft ja auch Besuch ansteht und dann kommt man drauf, wenn man da mitten im Braten ist, wir haben keine Mehlspeise. Dann haben wir natürlich jetzt vielleicht ein ganz Problem. Ideal wäre natürlich ein Tiramisu, weil da brauche ich keinen Backofen, keinen Multidampfgarer, das kann ich einfach in den Kühlschrank stellen. Wenn man aber jetzt vielleicht zu Hause dann schon Zwetschgen, Marillen, Früchte aus dem eigenen Garten hat, ist ja so ein Kuchen ganz was Feines. So ein Kuchen, ein Gleichwertschwerkuchen, Becherkuchen oder sowas in die Richtung, lässt sich ja irrsinnig schnell und einfach immer zusammenrühren. Man hat sich ja ein Joghurt oder Flüssigkeit, hat man zu Hause, den einen oder anderen Spritzer Zucker, ein Löffel Mehl, ein bisschen Öl, Mandeln zum Dekorieren, ein Dutzend Eier, also 12 Stück und ein Packerl Backpulver. Ich habe das tiefe Blech jetzt einfach da. Man kann da jetzt natürlich auch das mit Backpapier auslegen. Muss man nicht machen. Allerdings, ich wasche selber ab. Einfacher geht's, weil ich kann den Kuchen aussetzen, das Blech waschen und dann jeden Geierstückerl immer mit heimgeben. Jetzt wird das Ganze oder alle Zutaten zusammenrühren. Das heißt, jetzt kommt einmal der Zucker hinein. Zack. So. Also ganz Packerl Zucker. Jetzt kommt das Mehl dazu. Da kommt auch noch für so einen Becherkuchen natürlich dieselbe Menge Zucker, dieselbe Menge Mehl dazu. Also auch einfach dazu hinein. Zack. Dann brauchen wir Flüssigkeit. Ich verwende am liebsten immer Joghurt, dann vergieße ich nämlich nicht zu erwähnen, der Multidampfgarer hat auch eine sogenannte Joghurtfunktion. Das heißt, Liter Milch, Viertel Kilo Joghurt zusammenrühren, am besten in so Gläschen abfüllen, den Deckel draufgeben, über Nacht in die Joghurtfunktion das Ganze hineinstellen, bei 42 Grad, 6 bis 8 Stunden lässt man das Ganze drinnen, in der Nacht schaltet das Gerät dann automatisch abkühlt, bis am Morgen aus und ich habe ein stichfestes Joghurt, das ich natürlich auch gleich verwenden kann. Also das Joghurt ist drinnen, auch das Backpulver kommt jetzt dazu. Zack, ein ganzes Backerl. Wobei ein Backerl Backpulver für ein Kilo Mehl ja sehr wenig ist. Allerdings haben wir die Möglichkeit, durch den Dampf, den wir drinnen haben im Garraum, agiert das Backtriebmittel besser. Das heißt, es geht schöner auf und wird auch durch das fluffiger. Jetzt kommt noch dazu ein gutes Flascherl Öl, eine Prise Salz und nicht zu vergessen auch die Eier. Das Ganze machen wir gleich am besten im Multitasking, das heißt Eier und Öl gleichzeitig. Schauen wir, was als erstes fertig sein wird. Beim Rühren wird es dann schwierig. Schauen wir mal, ob es das wirklich ausgeht. Aber ich glaube schon. Zack. So, jetzt wird das Ganze einfach glatt gerührt. Man kann das natürlich auch in der Rührmaschine zu Hause ganz gut machen. Ich mache das Ganze immer händisch. Ich übe da an meiner Sommerfigur immer. Ich sage immer, bis ich den Mixer heraus habe, wieder gewaschen habe, verrahmt habe, dabei bin ich mit der Hand und mit der Schüssel auch schon fertig und habe das schon zusammengerührt. Wer sagt, es schaut etwas dick aus, man braucht noch Flüssigkeit, dann könnte man natürlich noch vielleicht eine Milch, ein Schluckerl Wasser oder wer natürlich noch einen Geschmack drinnen haben möchte, kann auch, also im Mühlfeld heißt es also kurz Maifoi, Rum noch dazu hineingeben, dann ist der Geschmack auch noch einmal um eine Spur feiner. Auch ein bisschen Zitronenzeste oder Orangenschale würde da drinnen sich ganz gut eignen. So, also schön glatt rühren, bis keine Bobal nicht mehr drinnen sind. Das sind diese Mehlklümpchen. Nein, hat schon.
Schau, fertig. Mein Workout ist fertig. Das ist eine schöne sämige Masse geworden. Schön dünn. Perfekt für so einen Becherkuchen. Jetzt kommt das Ganze da ins Blech hinein. So. Wichtig, sowas nicht so sauber ausputzen. Vielleicht haben wir Kinder, die schlecken nicht mehr ganz gern dran. So, dann heute darf sie sein. Ich bin nämlich immer die Naschkatze. Jetzt habe ich da ein paar Erdbeeren aus dem Garten noch. Die kann ich da jetzt noch drauf verteilen. Ich mache das da jetzt ganz ungleichmäßig. Wer natürlich will und Zeit hat, kann das eine Spur genauer und schöner natürlich machen. Oder wenn man Marillen hat, da geht das meistens schneller mit dem Auflegen, dass man das da schön gleichmäßig verlegt. Richtung Weihnachten zu, wie gebe ich gerne mal Kakao und eingelegte Weichseln drüber. Das wäre dann so Schwarzwälder-Style. Oder auch eine Spur Lebkuchengewürz würde sich in dieser Masse auch ganz gut anbieten. Die Erdbeeren sind gleichmäßig darauf verlegt. Zum Schluss für die Optik soll ein schöner Kuchen werden. Einfach nur ein paar Mandelsplitter gleichmäßig auch noch verteilen drauf. Jetzt habe ich auch hier ideal bei meinem Schweinsbraten noch Platz, dass ich den Kuchen mit dazu hineingebe. Ich habe eingestellt Feuchtgarnit oder Intervalldampf 180 Grad. Das passt perfekt für den Kuchen. Ein bisschen Feuchtigkeit dazu, dass er mir nicht zu sehr austrocknet. Und die Temperatur passt auch. Jetzt können wir auch andere Produkte, die von der Temperatur her zusammenpassen, immer gleichzeitig in unserem Multidampfgarer drinnen machen. Wir haben ja Frischwasserdampf drinnen, somit findet kein Geschmacksaustausch statt. Das heißt, der Schweinsbraten schmeckt nach Schweinsbraten und der Erdbeerkuchen nach Erdbeerkuchen. Auch bei anderen Temperaturen wäre das möglich. Zum Beispiel, wir haben die Rindsuppe drinnen, vielleicht noch ein paar Frankfurter, Christknödeln, Sauerkraut, Marienknödeln oder Topfennockerl. Das passt auch alles von der Temperatur und vom Klima zusammen, dass wir das gleichzeitig dämpfen können. Also da haben wir jetzt noch Platz und da kommt jetzt mein Kuchen mit dazu hinein. Die Einschubebene, wo ich es hineingebe, ist wieder ganz gleich. Das Klima und die Temperatur verteilt sich im ganzen Garraum. Das heißt, Feuchtgarnide oder Intervalldampf funktioniert wie Heißluft, nur mit der Unterstützung der permanenten Luftfeuchtigkeit, damit ich ein besseres Ergebnis einfach kriege. Jetzt kommen wir mal zurück zum Thema unserer Beilagen. Ich habe immer noch meinen Serviettenknödel oder meine Semmelknödeln und auch meinen Speckkrautsalat. Wie kann ich das jetzt machen, dass ich zum Schweinsbraten auch hier wieder schöne Beilage habe? Ich kann mir natürlich ein großzügiges Wasser zustellen, wo ich die Knödel kochen kann und einen Topf, wo ich auch mein Kraut dünsten kann. Oder man sagt, ich verwende jetzt da die Temperatur von den 180 Grad als Methode und kann hier noch meine Beilagen mitmachen. Das heißt, den Krautsalat, den schmecke ich mir ab, wie auch am Herd, eine Prise Salz. Vielleicht eine Spur Zucker, manche geben Kümmel drauf, das habe ich schon gemacht. Den Speck könnte man separat anbraten, ich brauche da wieder Geschirr mehr, ich bin sehr koch- und putzfaul, deshalb gebe ich den gleich so dazu. Vielleicht etwas Pfeffer, damit das Ganze etwas dünsten kann, eine Spur Wasser. Und jetzt kommt da mein Geschirr wieder, da gibt es ja passende Deckel oder man hat vielleicht einen anderen Topf und Co., dann kann ich das natürlich auch gleichzeitig mit hineinstellen. Das heißt, die Temperatur dünstet für mich jetzt da drinnen auch das Kraut mit. So, dazu hinein und Türe zu. Je nachdem, wie weich oder knackig ich das Kraut haben möchte und nach Menge natürlich, kann ich das früher oder später dazugeben. Das Gerät rechnet man ja später dann noch aus, wie lange wird es circa noch dauern. Dann könnte ich natürlich meinen Braten und die Beilagen noch wesentlich besser steuern. Zurück zum Serviettenknödel oder zu den Semmelknödeln. Da habe ich natürlich jetzt das Problem, dass ich bei 180 Grad nicht mehr dämpfen kann. Man hat entweder zwei Geräte zu Hause, wo man dann parallel arbeiten könnte, oder ich mache mir das immer ganz einfach, meine Serviettenknödelmasse,
Dann nehme ich mir so ein Stück Backpapier einfach. Da kommt die Masse jetzt herauf. So, da könnte man natürlich auch etwas Gemüse und Co. hineingeben. Dann schlage ich das Ganze da vorsichtigst ein. Und das lege ich jetzt mit dazu hinein in den Multidampfgarer. Außen wird es bei den 180 Grad schön knusprig. Innen bleibt es flaumig, saftig, weil wir ja Dampfunterstützung im Gerät drinnen haben. Also da habe ich noch Platz. Und da kommt jetzt die Semmelrolle noch dazu und ich kann alles in einem auf einmal machen. Ich habe meinen Schweinsbraten drinnen, den Kuchen, Knödel und Kraut, alles drinnen. Weiter geht's jetzt mit einem Lieblingsthema aus Österreich. Gebackenes. Alles, was nicht bei drei am Baum ist, wird immer paniert und gegessen. Auch hier habe ich heute schöne Bockhändel, Keulen, Oberkeulen, Unterkeulen. Da ist der Knochen sogar noch drinnen. Ganz normal paniert. Mehl, Ei, Brösel. Bei den Bröseln habe ich gern ein paar Kürbiskerne drinnen oder Sesam, die schmeckt ganz gut, es wird nussig. Und zur farblichen Unterstützung ganz gerne auch einen leichten Hauch Paprikapulver, das hilft bei der Bräunung noch dazu. Saisonpassend natürlich jetzt auch gebackener Spargel oder gebackenes Gemüse. Champignons, Parasol, gebackener Kürbis im Winter, schmeckt super, ist ja einfach und schön zu machen. Wichtig ist, ich brauche das Gemüse jetzt nicht mehr vorkochen oder blanchieren. Das erledigt mir auch der Dampf, den wir im Garraum drinnen haben. Wir brauchen zum Frittieren, wir wissen das vom Herd, natürlich eine Spur Fett, hohe Hitze, damit es schön knusprig wird und damit es saftiger bleibt, am besten Feuchtigkeit. Und da haben wir die Gegebenheiten im Multidampfgarer natürlich perfekt drinnen. Das schönste Ergebnis bekomme ich auf dem Patisserieblech. Das ist beschichtet, da sind Löcher drinnen, damit sich das Klima noch besser im Garraum drinnen verteilen kann und ich noch bessere Garergebnisse kriege. Das ist ein Alu und das leitet auch schneller die Temperatur zum Produkt, damit die Händel auch aussehen, wie wenn sie in der Pfanne drinnen waren. Das heißt, im flachen Blech würden sie ja wieder im Fett schwimmen. Wir wollen ja ein bisschen schauen auf die Figur, daher am besten auf das Patisserieblech auflegen. Da kann nämlich das Fett später abtropfen. Jetzt kommt der Spargel, das alles auf das Patisserieblech hinauf. Ideal ist das Patisserieblech auch zum Kekselbochen. Da verteilt sich die Temperatur schöner. Das sind flache Bleche, somit kriegt man schönere, gleichmäßigere Ergebnisse. Bleche mit einem sehr hohen Rand, wenn wir schon beim Kekselbochen sind, haben meistens außen dunkle Kekse durch den Hitzestau, der durch den hohen Rand entsteht. Und in der Mitte sind die dann einfach heller, weil die Hitze nicht so gut dazukommt. Am Patisserieblech habe ich da einfach das ideale Ergebnis. Jetzt gibt es wahrscheinlich nur den einen oder anderen und der sagt, naja, aber zu so Bockhändel, wir haben ja Kartoffelsalat vorher schon gemacht. Das wäre auch zu Hause gleich ein idealer Ablauf. Mit einem Kartoffelsalat dämpfen, der kommt raus, wir marinieren das, lassen den durchziehen, dann ist er sogar noch leicht lauwarm. Da werden dann die Bockhändel paniert, das kann man auch gleich vormachen oder das gebackene Gemüse. Dann heizen wir das Gerät vor, auch wieder 200 bis 220 Grad, je nachdem wie knusprig man das Ganze haben möchte. Das kommt hinein und dann rennt es ab, man hat eine Beilage. Dann gibt es natürlich nur ein paar Ausnahmen, die sagen, naja, ich hätte aber lieber gern Kartoffel. Na, dann machen wir die Kartoffel auch dazu. Ich nehme da immer eine gewaschene Kartoffel, tue die dann gern vierteln oder einfach spalten oder halbieren, je nach Größe und lege die einfach da jetzt auf mein Patisserieblech mit dazu hinauf. Dann habe ich meine Kartoffel oder meine Wedges gleich fertig. Wer natürlich mehr braucht, der hat wahrscheinlich ein zweites, drittes Patisserieblech. Funktionieren dort das Ganze mit 10 Bockhändelbrüstel pro Blech. Und das Ganze haben wir mal 4 Ebenen drinnen. Also 40 Portionen Bockhändel wären auch eine Möglichkeit zu machen im Multidampfgarer drinnen. Jetzt muss das Fett natürlich irgendwie da auf die Händel oder auch auf das gebackene Gemüse drauf. Manche schütten das einfach auf. Man kann es nicht auch pinseln. Oder man leert sich was raus und tunkt das Ganze ein. Ich verwende am besten einen Sprüher, den man verstellen kann. Und jetzt habe ich heute halt die Möglichkeit, dass ich da meine Bockhändel einfach lackiere. Also beidseitig besprühe ich das Gebackene einfach schön da mit Öl.
auch auf die Kartoffeln Fett drauf und kann man ruhig da jetzt großzügig arbeiten, weil ja durch die Löcher in diesem Blech das ganze Fett abtropfen kann. Das heißt, beidseitig schön besprüht. So, da. Wer sich das Ganze auch gleich vormachen möchte, damit man nicht so oft panieren muss und auch so oft Fett spritzen oder sonst was, dann friere ich die vorgefertigten Händel einfach gleich ein und gebe die später, wenn ich es brauche, einfach gleich gefroren hinauf und mache es im derselben Zubereitungsort wie die anderen Sachen. So, also beidseitig werden die wunderschön besprüht mit Öl oder wer natürlich sagt, er möchte da wieder das gute alte Butterschmalz verwenden, das schmeckt ja einfach besser. Ein Freund von mir, der auch sehr viel Kochvideos sagt, der Gary Hofer, der sagt immer, nur der Schmalz der Butter hilft den Vater auf die Mutter. Das heißt, jetzt ist es da vorgesprüht. Jetzt kommt es gleich in den Multidampfgarer hinein. Wir sind ja da schon fertig, die Nudeln kommen gleich raus, da warten wir einfach noch ganz kurz. Damit das Öl da jetzt nicht abtropft und mir dann später das ganze Gerät absaut und wir müssen dann wieder viel putzen, weil das wollen wir ja nicht gern, verwende ich darunter ein flaches Blech einfach. Auf dieses flache Blech kommt drauf so ein guter Schuss Wasser und damit das Fett dann später auch gleich aufgesaugt ist und schöner zum Entsorgen ist, kommen da ein paar Blatterl Küchenpapier einfach drauf. Das heißt, jetzt passiert da gleich die Rochade drinnen. Die Nudeln kommen raus und das Bockhändl kommt hinein. Feuchtgarnit oder Intervalldampf, 200 bis 220 Grad. Und so ein Blechbockhändl braucht ca. 20 bis 25 Minuten. Da ist der Spargel schön fertig, knusprig, die Kartoffeln sind fertig und auch die Händel sind fertig. Der Kartoffelsalat, den haben wir ja schon vorgemacht. Jetzt gibt es natürlich dann noch welche, die sagen, naja, aber wir hätten ja gerne auch einen Reis. Reisdämpfen funktioniert nicht. Ein Teil Reis, ein Teil Wasser. Bei Vitaldampf ca. 30 Minuten dämpfen und man hat einen perfekten Reis, den man verwenden kann. Das funktioniert da nicht, weil ich nicht dämpfen kann bei 180 oder 200, 220 Grad. Da kurz am Rand einmal her und jetzt kommen da meine Backhändel gleich hinein. In welcher Ebene ich das wieder gebe, ist ganz gleich. Oben, unten ist ganz wurscht. Dann eine Ebene darunter, das sogenannte Blindblech einfach, Sondala, Türe zu. Also hier wieder Feuchtgarn nieder, 200 bis 220 Grad, Sondala, ich mag es immer gern knusprig mit 220 Grad, Sondala, und ca. 25 Minuten, 20 bis 25 Minuten braucht das Blech. Jetzt ist das Wasser leer. Da gibt das Gerät dann immer einen Signalton, das heißt Wasser füllen. Ich nehme hier bei meinem Modell einfach die Wasserlade heraus und fülle da jetzt einfach kaltes, frisches Wasser hinein. Wer das Ganze ignoriert oder vielleicht nicht hört, weil man nicht mehr in der dann läuft das Gerät nach 5 Minuten und aus Sicherheitsgründen schaltet es dann ab. Also jetzt ist da drinnen die Bockhändl, der gebackene Spargel, die Kartoffelwedges. So könnte das Ganze jetzt zu Hause auch aussehen. Wer natürlich jetzt sagt, ich bin der große Reisliebhaber und ich möchte noch Reis, dann können wir ja unseren Topf nehmen, wie auch früher am Herd, ein Teil Reis und zwei Teile Wasser. Also ein Teil Reis und zwei Teile Wasser. Wir kochen das jetzt wie am Herd. Allerdings nutze ich im Hintergrund einfach die Hitze des Multidampfgarers bei 220 Grad, weil da fängt ja der Reis drinnen auch zum Kochen an. Ich gebe dann einfach einen Deckel drauf, stelle das dazu hinein, ich habe ja da noch jede Menge Platz. Der eine oder andere sagt, Zwiebel ist natürlich immer gut beim Reis, eine Prise Salz und vielleicht für den feinen Geschmack kann man natürlich auch hier ein kleines Eck Butter mit dazu hineingeben. Also so ein kleines Flockerl Butter einfach zum Reis noch dazu hinein. Ein hitzebeständiger Deckel schützt man den Reis dann später vor dem Austrocknen durch die hohe Hitze, aber ich kann das gleichzeitig drinnen mitmachen. Und in 25 Minuten wird da drinnen auch mein Reis fertig gegart sein. Deckel zu.
200 bis 210 Grad, circa 20 Minuten bis das Blech beginnt zu kochen, plus die Garzeit von den Teigwaren dazu. Ob das jetzt dann Krautfleckerl, Schinkenfleckerl, Spaghetti Carbonara, Alfungi mit Spargel, mit Räucherlachs, sonst irgendwas sein oder so wie ich heute, so ein bisschen Sizilianer, Orchette einfach, dann ist es fertig. Jetzt kann ich das Ganze da schön durchrühren. Die Stärke von den Nudeln bindet mir die Soße jetzt. Geht natürlich auch in kleineren Mengen. Jetzt kann man das natürlich auch noch abschmecken. Ich liebe zum Beispiel Parmesan und Rucola. Das heißt, ein Hauch Parmesan dazu hinein, vielleicht noch eine Spur gerupften Rucola dazu, einmal durchgerührt, damit es sich da schöner verteilt und ich kann schon anrichten. Mühelos, 30 Minuten habe ich da Zeit, dass ich was anderes mache. Vielleicht in die Badewanne, Flaschen Prosecco. Und in 30 Minuten gehen eigentlich auch sogar drei Flaschen. In der Zwischenzeit kocht der Multidampfgarer da mein Abendessen. Ich gebe da jetzt noch Parmesan und ein bisschen an Rucola oben als Deko drauf. Und das erste Gericht, das man jetzt selber gemacht hat, ist beispielsweise schon fertig. Weiter geht's. Die Bockhändl sind drinnen. Der Kartoffelsalat ist schön vorbereitet. Der Reis kocht auch schon mit. Da unten ist der Schweinsbraten drin und der Kuchen, Knödel und Kraut. Wir sehen also, wir können sehr viele Sachen miteinander gleichzeitig machen. Wichtig ist, dass das Ganze immer von der Temperatur zusammenpasst. Jetzt haben wir auch kurz Zeit, dass wir die ganzen Ofenfunktionen nochmal kurz durchgehen. Wir haben am Anfang das Vitaldampf gehabt. Dämpfen bei 99 Grad und einer 100%igen Luftfeuchtigkeit. Da hätten wir auch die Möglichkeit, die Temperatur zu reduzieren. Beispielsweise 85 Grad auf so einem Lochblechset Frankfurter drauflegen. Dann können die da drinnen schön pochieren. Die springen nicht mehr auf, weil die Temperatur ja nicht so hoch ist. Ich kann die stundenlang drinnen lassen. Ich muss nur berücksichtigen, dass das Wasser gefüllt ist und ausreichend Garzeit eingestellt ist. Das wäre so ein Beispiel. Anderes Beispiel wäre natürlich, wer gern Marmeladen einkocht, Soft oder kleine Babys hat zum Sterilisieren von Fläschchen und Co., kann ich natürlich auch das Dämpfen bei Vitaldampf 99 Grad perfekt verwenden. Das heißt, wie im Wasser zu kochen. Also wenn ich es im Wasser kochen kann grundsätzlich, kann ich es auch dämpfen. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich den Multidampfgarer einsetzen kann. Das nächste Thema ist natürlich Heißluft, Ober-Unterhitze. Man kennt das ja von früher. Was man da eventuell beim neuen Gerät berücksichtigen muss, die Heizfunktionen sind besser isoliert, heizen wahrscheinlich auch schneller auf, damit man gleichmäßige oder schöne Ergebnisse kriegt. Im Gegensatz zum alten Gerät von früher, wenn das sehr alt war, 20, 30 Jahre, Temperatur zu reduzieren. Da drin sind nämlich 160 Grad, wirklich 160 Grad. Beim alten Gerät, wo die Schalter schon ein Spül gehabt haben und Co., kann natürlich da eine Abweichung entstehen. Also alles, was trocken und knusprig werden soll, vermacht man am besten mit Heißluft. Zum Trocknen von beispielsweise Kräutern, Früchten oder auch natürlich von Gemüse. Das kann ich dort auch verwenden. Da ist auch voreingestellt in die Sonderfunktionen das Stören mit 60 Grad. Man kann aber Temperatur und Zeit natürlich persönlich verändern. Ein anderes Beispiel ist, wann brauche ich diese trockene Hitze? Ich verwende es gern zum Keksebacken oder wenn ich Sachen mache, die sehr viel Schneeanteil drinnen haben. So Rührkuchen wieder unten drinnen mit den Erdbeeren drauf, das vertrocknet Feuchtigkeit. Wenn viel Schnee drinnen ist, ist Heißluft oder Ober-Unterhitze am idealen, weil einfach durch den Dampf geht die Masse sehr stark auf, sammelt zu viel Feuchtigkeit innen ab. Wenn ich es dann herausstelle, fällt das Ganze zusammen und wird speckig. Dann habe ich vielleicht zu viel Feuchtigkeit im Garraum drinnen gehabt. Da einfach beim nächsten Mal achten, dass man Heißluft oder Ober-Unterhitze am besten verwendet. Es sind auch Programme für Torten und Kuchen schon voreingestellt drinnen. Die kann man natürlich auch gerne mal probieren. Das nächste Thema geht dann weiter mit dem Kombidämpfen. Feuchtgarn nieder, mittel und hoch. Je nach Modell oder Intervalldampf, Intervalldampf Plus habe ich weniger Einstellungen. Es gibt ja Einstiegsmodelle und eben einfach die Vollausstattung. Feuchtgarn nieder oder Intervalldampf ist, was da jetzt läuft. Knusprig und saftig ist diese Einstellung sozusagen. Von 50 bis 230 Grad auf. Da kann ich meine Bockhändl drinnen machen, den gebackenen Spargel und den Reis klein und drinnen mitkochen lassen. Oder für meinen Schweinsbraten, vielleicht hat man mal einen Stötzen oder einen anderen Braten, der schön zart, saftig sein soll und vor allem den knusprig, weil man mit hoher Temperatur arbeiten kann. Die 25% Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass es nicht austrocknet.
Ideal, wenn man da oben schaut, ist es natürlich auch für ein faschiertes Laval oder für einen Kaspressknädel. Der soll ja auch knusprig und saftig werden. Das heißt, mit hoher Hitze können wir das drinnen auch machen. Genauso wie so ein Schinken-Käse-Toast. Außen wieder knusprig bei 200 Grad und durch die Feuchtigkeit bleibt er innen schön weich und geht wahrscheinlich auch schneller, wenn ich bereits vorgeheizt habe. Wenn man dann noch weiter schaut, könnte man natürlich die Spießchen, Kartoffelwedges, Pommes und vielleicht das Grillgemüse gleichzeitig in einem Garraum drinnen machen. Da muss man dann probieren, wie lange dauert was. Ich kann auch immer wieder mit so einem kleinen, sozusagen Kurzzeitwecker arbeiten, dass ich was früher oder später dazugebe oder vielleicht sogar zwischendurch herausnehme. Das wären so Möglichkeiten, wie ich da mit dem Multidampfgarer auch arbeiten kann. Die nächste Einstellung ist dann Feuchtgärntmittel. Die haben vielleicht die ein oder anderen Geräte nicht drinnen, da muss man dann differenzieren, knusprig und saftig oder zart und saftig. Feuchtgärntmittel ist ideal bis 200 Grad auf mit 50% Feuchtigkeit, also nochmal mehr Dampf im Garraum drinnen. Das ist ideal für wer gern Buchteln macht, der Kärntner Rheindling, der geht doppelt dreifach so hoch auf, weil halt viel Feuchtigkeit im Garraum drinnen ist. Oder auch, wenn ich sage Rindsrouladen bei hoher Temperatur, ich kann die anbraten bei 200 Grad, so 10-15 Minuten, ich gebe dann das Blech, das große Blech, da gehen viel Rouladen auf, da kann ich das einmal melieren, vielleicht mit einem Schlupf Rotwein und Rindsuppe dann ablöschen, damit ich die Soße drinnen habe. Und dann gehe ich von den 200 Grad runter auf 120 Grad, dann kann ich ideal da drinnen wunderbar bei Feuchtgarnmittel die Rouladen köcheln lassen. Auch beim Gulasch mache ich das so. Ich koche mein Gulasch noch klassisch im Herd, da setze ich das an, der Zwiebel braucht die perfekte Farbe. Und dann gebe ich es hinein bei 120 Grad Feuchtgarnmittel oder wer das nicht hat, nimmt Intervalldampf Plus. Ich schaue, dass ausreichend Wasser drinnen ist, stelle mir meine Temperatur ein, 120 Grad, 2,5-3 Stunden braucht so ein Gulasch ungefähr. Ich drücke auf Start, schließe die Türe und da drinnen kocht das Gulasch gleichmäßig ein. Es kocht nicht zu viel, es kocht nicht zu wenig, ich brauche auf nichts aufpassen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, schalte das Gerät von alleine aus. Das heißt, ohne Überwachung kann ich drinnen im Multidampfgarer ganz einfach da auch Sachen schmoren. Mit viel Feuchtigkeit. Viel Feuchtigkeit und hohe Temperatur ist auch ideal, wer Tiefkühlgebäck zu Hause hat, wenn man mal so Semmel, Aufbackgebäck hat, dass ich das da drinnen perfekt aufbacken kann. Das heißt auch wieder am besten auf dem Patisserieblech einfach aufgelegt, das tiefgekühlte Gebäck. Ich tue gerne vorheizen, 140 Grad, da lasse ich dann die Semmel 8 bis 10 Minuten drinnen. Außen werden es knusprig, durch den Dampf werden die innen wieder schön weich. Ich brauche kein Wasser mehr hineinschütten oder irgendwas unter die Wasserleitung halten. Das brauche ich nicht machen. Für das habe ich den Dampfgenerator im Hintergrund von meinem Garraum einfach drinnen. Weiteres Thema ist natürlich jetzt Schmorgerichte, die sehr lange brauchen. Da gibt es die Einstellung dann Feuchtgarn hoch oder Intervalldampf plus. Da ist 75% Dampf im Garraum drinnen, das heißt ausreichend wirklich Dampf für das Gansel, damit es schön zart und saftig wird. Der Weihnachtstruthahn, der wahrscheinlich riesig ist. Auch da arbeite ich am besten mit dem Kerntemperaturfühler, weil auch wie hier unten hat man das Gerät bereits ausgerechnet, wie lange wird es circa noch dauern. Also da sagt er ungefähr 5 Minuten braucht er noch, bis die gewünschte Kerntemperatur erreicht ist. Jetzt brauche ich nicht mehr schauen, wie lange braucht es oder wie lange sollte das drinnen sein. Das berechnet man der Multidampfgarer mit dem Kerntemperaturfühler, wenn er richtig eingestellt ist, von ganz alleine. Was natürlich auch ideal ist, wenn man vielleicht am Sonntagabend Besuch kriegt, die Kinder, die Eltern oder die besten Freunde rufen an, die laden sich selber wieder mal auf eine Jausen ein. Man hat dann so einen alten Wecken Brot, der schon sehr hart ist. Dann kann ich den auch 10 Minuten bei dieser Einstellung 110 Grad mit 75% Dampf einmal kurz drinnen lassen. Danach nehme ich das raus oder manche gehen mit der Temperatur nochmal kurz auf eine andere Einstellung, damit das Brot auch wieder knusprig und saftig wird. Also das wären so Einstellungen, die dort auch möglich sind. Auch das Einkochen und Einwecken von Früchten, Gemüse oder Gulasch und Co. ist bei dieser Einstellung möglich. Ich nehme die Früchte, gatsche das ordentlich mit Gelierzucker und Co. durch, fülle das Ganze dann in die sterilisierten Gläser ab, dort schließe ich dann den Deckel und bei Feuchtgarn hoch oder Intervalldampf 110 Grad lasse ich das so lange drinnen, bis das beginnt zu kochen, dann nur 3 Minuten dazu, dann nehme ich das aus und die Marmelade ist perfekt eingekocht. Auch natürlich bei eingelegten Gemüse funktioniert das Ganze, da allerdings achte ich darauf, wann wirft das Glas außen Blasen, weil dann bin ich perfekt am Siedepunkt und ich kann das dann herausnehmen und habe das auch eingeweckt. Das wären Möglichkeiten, wie ich das Feuchtgarn nieder- oder Hochmittel eben auch nutzen kann.
Jetzt ist dann noch ein ganz interessantes Thema, wer gerne Brot backt, und das ist zu Hause auch immer mehr Thema, da haben wir sogar eine eigene Gärfunktion drinnen. Das Gerät heizt ja 35 Grad auf, mit Feuchtigkeit dazu 50%, damit der Teig nicht abtrocknet. Jetzt muss ich nicht mehr wie die Oma am Heizkörper oder den Germtag gehen lassen, sondern ich stelle den offen am besten hinein, das heißt nicht abdecken. Die Feuchtigkeit kann zum Teig mit den 35 Grad, lasst man den Sauerteig, Brotteig, Germteig ca. 30 bis 60 Minuten gehen. Ich knete es meistens zusammen, lege es dann auch wieder auf das Patisserieblech und gebe es hinein. Dann starte ich die Funktion Brotbacken bei 180 Grad, 50 Minuten ist davor eingestellt. Es reicht, dass das Brot schön knusprig wird, und dieses Brotbacken hat den Ablauf wie der Bäcker. Am Anfang sogenanntes Dampfschwaden, das heißt viel Feuchtigkeit im Garraum drinnen, dass ich da ein ideales Ergebnis bekomme. Später arbeitet er mit Zug zu sogar weiter, da gibt es eine manuelle Funktion, die heißt noch feuchte Heißluft, das heißt die Eigenfeuchtigkeit vom Produkt wird eingesperrt im Garraum drinnen. Und erst zum Schluss schaltet er um auf Heißluft, das heißt die Feuchtigkeit wird vorne abgebaut, somit zieht das Brot auf und es kriegt eine schöne Kruste. Andere heizen das gerne vor, da ist aber wichtig, dass diese Funktion neu gestartet wird, dass genau dieser beschriebene Ablauf wieder so stattfindet, wie er ist. Meine Backhändler sind fertig, also 25 Minuten sind vorbei, der Reis ist fertig, die Backhändler sind fertig, auch natürlich der gebackene Spargel ist fertig. Jetzt kommt da unten einmal das Blech heraus, das ist mein Blindblech, da ist jetzt das ganze Fett von dem Bissel, das ich aufgesprüht oder aufgepinselt, hat sich hier zusammengesammelt. Das heißt, das findet sich nicht am Boden des Gerätes, das ist jetzt noch wunderschön sauber, mein Multidampfgarer, da ist der ganze Schmutz und das Fett, das Überflüssige drauf, das ich ja gar nicht essen möchte. Wie schaut dann das andere Ergebnis aus? Da ist jetzt das Backhändl fertig, auch die Kartoffelwedges sind schön fertig. Die sind jetzt außen auch schön knusprig, der Spargel ist knusprig und auch hier die Backhändl haben unten genauso eine Farbe, wie wenn die aus einer Pfanne rauskommen würden. Da sorgt das Patisserieblech einfach durch die thermische Leitung das ja gut dafür, dass ich so ein wunderschönes Ergebnis da jetzt kriege. Jetzt kann ich da beginnen zum Anrichten. Das heißt, hier haben wir den Kartoffelsalat. Den haben wir ja vorher gedämpft, mariniert, der ist jetzt noch lauwarm, den kann ich da jetzt auch schon aufs Teller anrichten oder man gibt ihn separat in einer Schüssel einfach dazu. Jetzt habe ich da meinen Spargel, zwei Stangen werden da für so eine schöne Portion reichen. Dann habe ich da ein Stückchen Hühnerkeule und auch ein Stückchen Unterkeule einfach dazu. Einmal schneiden wir das kurz noch auf, dass wir auch sehen, auch am Knochen ist das Ganze natürlich gut durch. Dazu oder dafür sorgt der Dampf, der durchdringt das Produkt, damit es nicht nur saftig bleibt, sondern natürlich auch schön durch ist. Also ein wunderschönes, saftiges Backhändl haben wir da jetzt. Der Multidampfgarer sorgt eben einfach dafür, dass das auch so ist. Da unten haben wir jetzt noch den Reis, so, der ist da auch schon fertig. Bevor die Kerntemperatur von meinem Schweinsbraten erreicht ist, gieße ich zwischenzeitlich einmal auf mit einem Schluck Bier, Wein, Most oder geht natürlich auch mit Wasser. Das heißt, einfach unten in das Blech hinein, da sind schöne Röststoffe entstanden, da kommt also ein gutes Seiterl mit dazu hinein oder vielleicht lassen wir ein bisschen was über. Für einen Koch passt das auch immer ganz gut. Wenn die Kerntemperatur dann erreicht ist, beginne ich mit dem Überkrusten. Ich nehme immer ganz gern Heißluftgrillen, 200 bis 230 Grad. Da geben wir jetzt zum Schluss der Sau nochmal anständig Gas, dass die Schwarten so richtig schön zum Krochen anfängt. Meine Kerntemperatur ist erreicht, das heißt, mein Schweinsbraten ist fertig. Jetzt können wir auch zu den anderen Produkten einmal hineinsehen. Jetzt ist der Kuchen gut durchgebacken, hat oben eine Farbe gekriegt. Wir können einmal eine Druckprobe machen, vielleicht mit einer Nadel. Manche sagen, wenn er sich vom Rand löst oder wenn er zum Knistern aufhört, dann ist er fertig. Was meine Mama immer macht, die gibt ihm so einen Hangerl drüber. Das hat nicht den Sinn, dass wir es nicht sehen, sondern dass das langsamer abdampft. Der kommt ja von einer sehr hohen Temperatur außer der Kuchen, damit er mal nicht vertrocknet. Am besten einen Hangerl drauflegen. Ein Deckel würde das Ganze zum Kondensieren bringen, dann wird das erst recht so ein bisschen ein Gatsch. Da herunten ist mein Krautsalat fertig. Der war auch
gute 25, 30 Minuten drinnen. Der hat noch einen leichten Biss, so mag ich das. Sogar der Speck hat oben eine leichte Farbe gekriegt. Also ideal, so richtig guter Krautsalat. Nur mehr ein Spritzer Essig drauf und der ist auch fertig. Das Servettenknödelchen, wunderbar. Außen gebräunt, leicht knusprig geworden, Röststoffe geben ja mehr Geschmack ab und durch die Feuchtigkeit im Garraum ist er sogar schön fluffig geworden. Der ist auch fertig. Den können wir gleich portionieren. Wie schaut der Schweinsbraten aus? Wunderbar. Unten ein schönes Saftel. Allerdings fehlt mir hier die Kruste ein bisschen. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz mit der Funktion Heißluftgrillen drüber, 200 bis 230 Grad, damit wir richtig schöne Kruste oben kriegen. Aufpassen, da nicht mehr mit Zeit- oder Kerntemperatur arbeiten. Wir wollen ja das ideal haben, kann gleich einmal zu lange sein, dann wird es auch vielleicht zu dunkel. Also jetzt suchen wir hier die Funktion Heißluftgrillen einfach heraus. Da ist es, okay, 180 Grad sind da voreingestellt. Wir wollen aber mehr, damit es einfach beschleunigt wird. Eine noch der letzten und wichtigsten Funktionen, während der Schweinsbraten noch kurz fertig überkrustet, ist das sogenannte Regenerieren. Nudeln, Pasta, Gerichte, irgendein Essen ist überblieben oder es kommt einmal wieder später nach Hause, man hat vorgekocht und Co. Dann richtet man das Ganze am besten gleich auf einen Teller an, weil dann kann man das Geschirr vom Kochen gleich in den Geschirrspüler oder abwaschen. Damit das Ganze, wenn man es über Nacht haben will, am besten in den Kühlschrank hinein. Zum Wiederaufwärmen, selbst wenn es so leicht ausgetrocknet ist, stellen wir das Teller in den Multidampfgarer hinein, in den kalten. Dann gibt es die Funktion Regenerieren. Regenerieren funktioniert wie in der Gastronomie mit Feuchtigkeit und Hitze. So wenig Feuchtigkeit, dass es am Teller nicht kondensiert, aber so viel Feuchtigkeit, dass es wieder wirkt wie frisch gekocht. Das heißt, 50% Luftfeuchtigkeit und 110 Grad, im Regelfall in 10 Minuten ist so ein Gericht heiß. Wenn das zu Hause länger dauert, dann hat man vielleicht sehr große, schwere Teller oder sehr große Portionen. Dann kann man natürlich Zeit verlängern, damit das Ganze mal kurz länger drinnen ist und dann ist das Ganze wieder schön heiß. Also die Funktion Regenerieren haben wir da drinnen, da ist es. Ist vorgespeichert mit 10 Minuten bei 110 Grad. Start drücken, Wasser füllen und jetzt wärmt sich das Ganze da drinnen langsam schonend auf. Vitamine, Spurenelemente und Co. bleiben auch über dem Dämpfen wesentlich besser im Gericht drinnen. Somit gesundes Essen, ohne dass man irgendeine Überwachung starten muss. Ich muss das Ganze nicht nur immer dann auf dem Teller machen, sondern wenn es einmal so ein Cremesupperl ist, das in einem Topf drinnen ist, kann ich natürlich genauso mit hineinstellen. Oder wenn einmal eine größere Portion vom Truthahn, vom Braten und Co. überblieben ist, lasst sie das Ganze natürlich auch ideal da drinnen wieder schön aufwärmen. Mein Schweinsbraten ist fertig überkrustet. Das heißt, ich habe jetzt so einen richtigen schönen Krustenbraten, wie man ja hoffentlich auch aus einem Büderbuch kennt. Stellen wir jetzt einfach da mal auf Zeiten her. Zum Schluss noch mal Heißluftgrillen drüber, damit wir da richtig schöne Kruste drauf kriegen. Ich habe da richtig schöne Kruste drauf. Und auch durch das, dass am Gitter ging ist, kriegt der Schweinsbraten auch unten eine wunderschöne Farbe. Zwischendurch haben wir da drinnen aufgegossen. Jetzt haben wir ein schönes Soßerl da drinnen. Auch das Stöckelkraut ist fertig oder die geschmorten Kartoffeln. Da herüben habe ich den Knödel fertig. Wir haben ja alles zeitgleich fast da drinnen fertig gemacht. Jetzt kommt da der Knödel gleich fix fertig angerichtet aufs Teller drauf. Der ist noch schön fluffig. Der hat ja viel Feuchtigkeit im Garraum permanent drinnen gehabt. Der Krautsalat ist auch fertig. Da reicht jetzt so ein kleiner Spritzer Essig einfach nur mit drauf. Das Ganze nur mit durchgerührt. Den kann ich dann auch schon hier am Teller anrichten. So, dann haben wir herrlich, ein wunderbares Krustal. Schaut, dass man das daheim jetzt schmecken kann. Ich traue mir meistens den Schweinsbraten zum Schneiden um, weil ich halt einfach besser durch die Schwarte durchgekommen. Es ist es auch wunderbar saftig und knusprig einfach geblieben. Jetzt kommt da nur mehr Soße einfach drauf. Vielleicht noch eine Kartoffel, ein bisschen Gemüse und unser Gericht ist fertig.
Fertig ist so richtig schöner Schweinskrustenbraten. Abschließend dazu machen wir natürlich noch ein zweites Dessert. Den beliebten Kaiserschmarrn. Der funktioniert im Multidampfgarer ja auch gut. Durch den Dampf geht es schön auf und wir wissen ja, was mit Dampf alles aufgeht. Nicht nur die Frauen, wenn man damit heimkommt, sondern auch der Kaiserschmarrn. Wichtig ist beim Kaiserschmarrn, der Multidampfgarer sollte gut vorgeheizt sein. Feuchtgarnit oder Intervalldampf 220 Grad. Dabei haben wir 25% Luftfeuchtigkeit im Garraum drinnen. Das tiefe Blech tue ich mir vorheizen, weil auch wenn man die Pfanne zum Beispiel im Herd machen würde, ist ja die auch bereits heiß, wenn der Kaiserschmarrn hineinkommt. Das heißt, Blech vorheizen. Während das Blech vorheizt, können wir ja die Masse mal zusammenrühren. Die Masse ist Milch und Mehl einmal klumpenfrei zusammenrühren. So. Also einfach gut rühren, da reicht der Schneebesen. Später kommt das Ei ganz dazu, also kein Schnee. Das soll natürlich dann da locker zum Unterheben sein, damit man das Eiweiß nicht so sehr zerstört. So, ich habe ein bisschen zu viel Mehl erwischt. Ich muss da wieder verdünnen. Am besten könnt ihr natürlich Milch nehmen, aber wer von Geschmacken schaut, der tut da einen kleinen Schlupfi rum einfach dazu hinein. Dann ist natürlich wichtig für eine Mehlspeise eine Prise Salz und ein kleiner Hauch Zucker. Jetzt verrühren wir das Ganze. Ah, jetzt geht es schöner. So, wunderbar. Das rührt da richtig schön. Die Konsistenz passt ganz gut. So. Und jetzt kommen die Eier dazu hinein. Bei den Eiern nehme ich jetzt die gleich im Ganzen. Ich gebe keinen Schnee dazu. Ich mache den Kaiserschmarrn einfach ohne Schnee. Da teilen sich natürlich die Meinungen. Ich bin halt einfach zu faul, dass ich Schnee schlagen tue, darum mache ich das einfach auf diese Methode. 9 Stück gebe ich da heute dazu hinein. Manche nehmen weniger. Wer allerdings sagt, das ist viel zu viel, da muss ich vielleicht mit dem Gefäß dann aufpassen, dass man da eher eine Gusspfanne nimmt, die gut die Temperatur speichert. Diese Niro-Bleche speichern eher weniger die Hitze. Das kriegt man auch mit, wenn man mal Beilagen am Tisch serviert, dass es sehr schnell auskühlt. Das liegt nicht am Gerät, das nicht richtig funktioniert, sondern einfach am Material, dass das sehr schnell die Temperatur in die Außenwelt abgibt. Idealer wäre da Porzellan, Glas oder Keramik, das speichert besser die Temperatur und würde auch hier bei höheren Temperaturen auch besser funktionieren. Wer natürlich sagt, das ist zu viel, wir essen das nicht, nehmt vielleicht trotzdem die ganze Masse wie ich hier und den restlichen Kaiserschmarrn friert euch einfach ein, der fertig ist. Und dann kann ich den gefrorenen Kaiserschmarrn auf einen Teller geben, in den Multidampfgarer hineinstellen, ich regeneriere das 10 Minuten und es schmeckt wie frisch gemachter Kaiserschmarrn. So wird es großteils natürlich auch auf den Skihütten gemacht. So, wichtig jetzt da nicht mehr zu sehr verrühren. Nur mal so leicht einziehen, das Ei, das darf ruhig so ein bisschen schlatzig oder schlotzig einfach bleiben. So, dann kurz und schmerzlos ist jetzt die Masse da fertig. Man kann das jetzt auch stehen lassen, damit es einmal quellen kann. Der Multidampfgarer und mein Blech ist gut vorgeheizt. 220 Grad, Feuchtgarnit. Wasser ist auch genug drinnen, jetzt starten wir mit dem Kaiserschmarrn. Wichtig, relativ rasch arbeiten. Das heißt, das Blech kommt heraus, mit so einem kleinen Eck Butter formen wir da einfach einmal eine Runde. Man sieht, das Blech ist richtig schön heiß. Man unterscheidet das ja oft nicht von der Optik, ob ein Blech heiß ist oder nicht. Das merkt man erst dann, wenn man es angreift. Jetzt die Masse dazu hinein. Wer möchte, kann noch ein paar Rosinen hineingeben. Allerdings, ich bin da nicht der größte Fan davon. Meine Oma macht immer Rosinenstrudel mit Apfel. So, lala. Jetzt kommt das Blech in den Multidampfgarer zurück hinein. Ein paar Geheimnisse zum Erfolg vom Kaiserschmarrn. Wichtig ist da mal eine längere Garzeit einstellen. Wenn der Multidampfgarer mit Feuchtigkeit arbeitet, dann wird er zum Schluss abdämpfen. Das hat den Vorteil, dass am Ende der Garzeit der Garraum trocken ist. Ich muss irgendwie vergleichsmäßig mit einem normalen Solo-Dampfgarer den Garraum auserwischen, der trocknet sich selber ab.
Das hat vielleicht Nachteile beim Kaiserschmarrn jetzt die Abdampfphase. Dann ist weniger Dampf drin, dann fällt der zusammen. Oder bei manchen Knödeln kann man vielleicht so das Gefühl haben, dass das eine leichte Haut kriegt. Da ist es ganz gut, die Garzeit zu verlängern. Die letzten 10 Minuten ist die sogenannte Abdampfphase. Die übergehen wir zeittechnisch und mit dem Kurzzeitwecker, mit dem Glöckchen, richten wir einfach die 14 Minuten, die der Kaiserschmarrn oder vielleicht der Knödel braucht, einfach her, damit es vor Beginn der Abdampfphase herausgebe. So, 14 Minuten läuft da jetzt das Kindergeburtstagsunterhaltungsprogramm. Ich brauche nichts mehr aufpassen, die Temperatur ist ja gesteuert wieder im Garraum drinnen. Es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt. Ideal natürlich wieder da, damit ich was anderes machen kann. Mein Kaiserschmarrn ist fertig, der Kurzzeitwecker ist abgelaufen. Jetzt kommt er heraus. Wie so richtig schön typisch, geht der Kaiserschmarrn schön in die Luft, erhebt sich schön aus dem Blech heraus. Jetzt muss ich natürlich zerreißen. Am besten habe ich da so meine Plastikmesser, mit denen funktioniert das ganz gut. Oder man hat vielleicht eine Palette und Co. Die Emailbleche halten auch ein normales Messer aus. Allerdings verliert man halt die Schneide beim Messer. Darum verwende ich Werkzeug, wo ich nicht so hakelig sein muss, dass es nicht mehr so gut schneidet. Also jetzt kurz und schmerzlos einmal da drüber gearbeitet. Damit ich jetzt den Kaiserschmarrn noch fertig abschmecke, soll ich natürlich eine gute Portion Staubzucker nicht fehlen. Dann habe ich immer ganz gern noch so einen Gewürzzucker. Der funktioniert auch. Wunderbar. Das heißt, auch hier wieder gut nachgearbeiten, zack, viel hilft viel. Und damit, der Zucker ist ja relativ trocken, das wieder etwas besser schmiert, kommt noch so ein kleines Löffel Butter einfach drauf. Das ist eh fast homöopathisch, so ein Viertel Kilo für so viele Portionen Kaiserschmarrn. Jetzt noch gut nachzerreißen das Ganze. Die übermäßige Menge an Kaiserschmarrn am besten, wie gesagt, einfach einfrieren. Dann kann man das später wieder regenerieren und man hat immer wie frisch gekochten Kaiserschmarrn. Hoppala, noch mal ein bisschen potzt. Zack. So. Jetzt kommt es da schön aufs Teller auf. So, der Kaiserschmarrn und der Kuchen als süßen Abschluss noch aus dem Multidampfgarer. Zum Schluss jetzt noch ein paar Informationen. Ihr kriegt von der Firma AEG ein wunderschönes Kochbuch zugeschickt, wenn ihr das Gerät registriert. Dazu am besten bei der Türe. Links oder rechts unten auf der Seite findet ihr so einen kleinen Zettel mit einer sogenannten PNC- und Seriennummer. Geht hier auf die AEG Homepage, Produktregistrierung, Name, Adresse, Telefonnummer, alles ausfüllen. Und zwischen 14 Tagen und 3 Wochen gibt es dann so ein wunderschönes Kochbuch, wo man reinschmökern kann und vielleicht die eine oder andere Einstellung findet, die man vielleicht zu Hause für sein Produkt sucht. Andere Möglichkeiten gibt es natürlich genauso noch. Auf Facebook gibt es eine ganz interessante Gruppe, Dampfgarn mit AEG, mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Teilnehmer drinnen, ein reger Wechsel an Rezepten, Tipps und natürlich auch immer wieder interessanten Infos zum Thema Kombidämpfen, Dampfgarn und natürlich auch andere Informationen zum Thema Essen und Rezepte. Ja, viel Spaß beim Nachkochen, gutes Gelingen und auf Wiedersehen.